bin so furchtbar begeistert, wenn ich diese Vorstellung sehe über Balanchine. Es ist also so, wenn ich nach Balanchine gucke, er hat auch gesagt, Rhythmus ist der Boden der Tanzkunst. Hä? Und das ist so. Ich glaube, die Komposition von Adriana Hölzke und ihre Kunst hat etwas Unfassbares und auch Haltloses. Zumindest für dieses Stück, Roses of Shadow, etwas, das überall ist und gleichzeitig nirgends. Martin ist musikalisch bis in letzte Ader in seinem Sinne. Und seine Räume sind andere Räume als die Klangräume, aber sie sind komplementär und die reiben sich gegenseitig. Und dadurch ist es keine Vertonung oder keine Parallelität. Und das war auch Absicht. Das hat alles mit der Musik zu tun natürlich. Die Musik ist immer die Inspirationbrunnen. Das Stück ist auch 22 Jahre alt. Ich arbeite heutzutage, ich denke, etwas anders. Aber ich bin hier sehr zufrieden. Ich kann nicht anders sagen. Ich finde, die Tänzer, die tun es sehr, sehr gut. Man sieht eigentlich keine Farben mehr im Ballett. Hä? Alles ist grau, schwarz oder beige. Ich finde es herrlich, wenn er so brutal mit Farben umgeht.